hat er denn da? Okay, kann man nicht aufheben. Verdammt, sah so aus. Hätte ja sein können, dass wir daraus eine Überwaffe hätten basteln können. Nein, keine Ahnung. Ich würde gerne sprinten. Wenn ich jetzt meine AP durch Sprinten eintauschen könnte, wäre das super, aber da merkt man mal wieder, wie so eine Mod das Balancing von dem Spiel ändern würde, weil man sowas dann entkommen kann. War das nicht auch eine Sackgasse? Vielleicht sollte ich mich einfach wehren. Aber nicht mit der Waffe. Ich mach nichts kaputt, keine Sorge. Ich lege euch nur lahm. Ich will nur die Elektronik beschädigen. Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. Oh, wo kommt die jetzt her? Da dreht man den einmal den Rücken zu, da klont er sich dreimal. Ich glaub das nicht. Und da ist auch noch einer. Okay, Leute. Mach mal einen Gang runter, bitte. Mach mal einen Gang runter. Heilpulver. Mentats. Supermutantenpilz. So, stramme Strahler. Dürfte eigentlich nichts bringen, weil wir auf 100 sind. Ich guck's mir trotzdem mal an. Stramme Strahler, Energiewaffen. Immer noch 100. Okay. Wie gesagt, ups. Kann man nichts machen. Holy shit, wir sind überladen. 355. Ach Quatsch, da. 2, ja. Buff out. Wow. Danke für den Push von euch. Habe ich Hydra? Wenn ich Hydra hätte, könnte ich auch mich ein bisschen weiter auffixen. Jetzt bin ich schneller. Wir kommen hier weg. Wie gut, dass ich einmal Hydra hatte. Holy shit, sind das viele einfach. Ja, wir haben leichte Probleme hier in dem Addon, was daran liegt, dass wir Munitionsmangel haben, den wir beheben könnten, indem ich mich ein paar Tage schlafen lege und neues Händlerinventar abwarte. Aber das finde ich ein bisschen lame. Wobei das hier für euch lame anzugucken ist. Obwohl, vielleicht findet ihr das auch voll geil. Keine Ahnung. Den habe ich irgendwie verkrüppelt. So, wenn ich den kaputt machen kann, werden die anderen dann rumstehen. Das hält dich auf den Beinen. Wäre das perfekt. Das hält dich auf den Beinen. Vielen Dank auch, Lady. So, euch als nächstes. Du lebst immer noch? Ich dachte, du wärst schon tot von diesem komischen Funkensprung, der da noch ein paar Sekunden später ist. Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich sterbe aber gleich, so wie das aussieht. Das hält dich auf den Beinen. Du hältst mich nicht schnell genug, Anzug. Verstehst du das nicht? Das hält dich auf den Beinen. Nein, tut es nicht, immer noch nicht. Das hält mich auf den Beinen, wenn ich Gegner töte. Bitte nimm das. Sehen Sie da draußen, ich will nicht, dass du stirbst. Der Lobotomie. Dala vermisst sie. Bitte nimm das. Ich will nicht, dass du stirbst. So sehr. Ist das dein Ernst, Dala? Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Ist das dein Ernst, Dala? Ja, sie hat ja gesagt, wir sollen später nochmal wiederkommen. Ich denke mal, das war eine direkte Ansage, dass wir jetzt wiederkommen sollen. Ja, wir heben mal den ganzen Dreck hier auf. Ganze Munition, die wir gerade verballert haben, kriegen wir wenigstens direkt wieder. Ja, okay. Dahin ist noch ein Feind, aber ich hoffe, der ist weit genug weg. Bitte nicht abstürzen, Spiel. Bitte nicht abstürzen. Nee, das sieht gut aus. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so leicht fertig noch packen. Erstmal. Auto-Docky-Doc-Doc. Benötigen Sie sonst noch? Nee, nur deine Dienste. Danke. Bis morgen. Wir gucken mal, ob der neues Inventar hat. Nope. Gut, dann werden wir mal die Lichtschalter aktivieren. Hallo Lichtschalter. Ach je. Partielle Funktionalität wiederhergestellt. Das ist suboptimal. Ladykiller. Ich treffe selten einen Lichtschalter mit Hirn und gutem Aussehen. Hier wird es mir sicher gefallen.
nun, das ist sehr süß von Ihnen. Vielleicht können wir eines Nachts Theoreme diskutieren. Das würde mir gefallen. Ich auch. Mir auch. Ich hoffe, Sie können mithalten. Ich arbeite ziemlich schnell. Hier, etwas zur Auffrischung. Informatik im Team, was für einen Zweck erfüllst du? Dr. Möbius und ich waren intensiv mit der Forschung an der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung durch Helligkeitsabstufungen beschäftigt. Was kam dabei raus? Wir haben etwas Faszinierendes beobachtet. Bestimmte Spektren des sichtbaren Lichts verbessern in der Tat kognitive Funktionen und Logikfertigkeiten. Natürlich. Dr. Möbius Gehirn ist so groß. Wir hatten Schwierigkeiten, es zu vermessen. Kannst du die Lichter für mich anmachen? Ich fürchte nicht. Die Daten dieses Experiments sind verloren gegangen. Ja, okay, wir haben immerhin den zweiten Lichtschalter schon mal. Das war ein schönes kleines Nickerchen. Wie lange war ich weg? Lady Killer. Ach Sie, ich wette, das sagen Sie zu allen Lichtschaltern. Nein, nur die, die sexy sind. Jetzt weiß ich, dass Sie mit mir flirten und es funktioniert. Warum nehmen Sie nicht das hier zur Erinnerung an mich? Jetzt mal im Ernst, wie hat uns der Lichtschalter das Magazin gegeben? Was bist du, so eine Art neuartiger redender Lichtschalter? Ich war Dr. Möbius' persönliche Assistentin. Wir haben, Mist, was haben wir nochmal studiert? Oh ja, Erleuchtung. Nein, nein, warten Sie. Beleuchtung, so ist es. Wie Beleuchtung die menschliche Interaktion beeinflusst. Und was hast du herausgefunden? Oh, das war super aufregend. Es stellte sich heraus, dass einige hübsche bunte Lichter die Kommunikationsfertigkeiten verbessern. Kannst du diese Lichter für mich anmachen? Oh, lieben... Nope, die hat die auch nicht. Okay. Ich habe noch einen Lichtschalter im anderen Zimmer gesehen. Kontrollierst du den auch? Oh, die. Glauben Sie mir, Schätzchen. Ohne diese kleine, kaltschnäuzige Eiskönigin sind Sie besser dran. Okay, klingt, als ob es zwischen euch etwas böses Blut gibt. Oder Schaltkreise. Diese Schlampe. Sie denkt, sie ist so viel besser als alle anderen, nur weil ihre Prozessoren größer sind. Oh, sie macht mich so wütend. Okay, ich habe nichts gesagt. Klar doch, Schätzchen. Okay, auf Wiedersehen. Ja, lass mich raten, wir müssen eine Tasse finden. Maggie, die Tasse. Nein, das ist Maggie, okay. Du! Hey, du! Ja, du! Hast du Becher? Tut mir leid, ich hab keine. Natürlich nicht! Warum solltest du auch? Du bist ja kein wahnsinniger Roboter, der von Tassen besessen ist! Für dich ist das nur wertloser Müll! Ich hätte alle Tassen unterwegs mitnehmen sollen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Tassen gab. Ja, warum willst du die? Warum willst du Becher? Bist du so einer Bechersammler? Oh Gott, gib mir die Kaffeetasse, bitte! Sie hockt da auf deinem Rücken und verspottet mich! Was für eine Kaffeetasse? Entschuldigung! Tut mir leid, aber ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen. Aber das ganze schmutzige Geschirr da draußen, die man dir spült, das bricht mir das Herz! Du scheinst ziemlich von Tassen besessen zu sein. Oh, really? Natürlich bin ich besessen. Ich wurde so gebaut. Glaubst du, ich weiß nicht, wie ich mich anhöre? Das tue ich! Ich bin programmiert, das zu wissen! Sie haben mich gebaut, um mich zu quälen. Nicht beachtet zu werden, schmerzt am meisten. Hey, warum verwandeln wir uns nicht in Robohirn in Gläsern? Weißt du, wie viele Kaffeetassen riesige Robohirne in Gläsern so am Tag verbrauchen? Verdammt wenige! Okay, Claptrap, was machst du mit den Tassen? Ich soll sie sauber halten. Oh Gott, der Gedanke an all das schmutzige Geschirr da draußen macht mich wahnsinnig! Die meisten sind wohl nicht mehr zu retten. Sie können nur noch in ihre Rohmaterialien zerlegt werden. Die kannst du haben, schätze ich. Kannst du noch etwas anderes? Noch etwas anderes, fragt er. Als würde ich mir nicht wünschen, mal etwas anderes als eine neurotische Hilfskraft zu sein. Wenn du es unbedingt wissen musst, Dr. Möbius hat mich einmal programmiert, elektronische Komponenten in meinem zentralen Einschub herzustellen. Das Modul ist jedoch korrodiert, als der Toaster heiße Krümel durch meine Lüftung gespült hat.
Wenn du Ersatz findest, kann ich das für dich tun. Ich hab doch so ein Ding. Geht's bei dem neuen Thema um Becher? Wer bist du? Du willst etwas über mich erfahren? Mich? Niemand fragt je nach Maggie. Du machst mich so glücklich. Hast du schon einmal einen dieser Securitrons gesehen? Mit ihren Laserwaffen und Raketenwerfern und grimmigen Gesichtern? Ich bin keiner von denen. Dr. O war schon immer neidisch auf House Industries. Und er fand es verdammt witzig, einen winzigen neurotischen Securitron zu bauen. Der Brüller! Also, hast du jetzt ein paar Kaffeetassen für mich? Nope. Na klar, niemand hängt gern mit Maggie rum. Ich verstehe schon. Bis dann, Kumpel. Fia, ja, wir haben doch bestimmt noch weitere Module. Ist Ihnen die Helligkeitsstufe so angenehm? Oh Gott, die fangen jetzt alle an zu reden hier, oder? Nee, kennen wir schon. Ja, ich finde ja auch nichts Neues gerade. Wow, jetzt lassen die ganzen Drogen nach. Schade. Gut, aber wir machen mal weiter. Der Händler hat ja noch kein neues Inventar. Als nächstes steht auf der Liste die Module, die weiteren. Okay.